Oh, mein Abfluss, der müffelt seit Tagen schon bestialisch. Ja, mir hat er feuchtes Toilettenpapier geholfen. Was? Oder was meinst du? Mein Abfluss hier in der Küche müffelt. Ach so, den richtigen Abfluss meinst du, ja? Dann rappt doch jemanden an, der dir das reinigen könnte. Ja, ein Handwerker oder was? Der kannst du auch einen Bäcker anrappen, der wird dir da wahrscheinlich nicht reinigen können, ne? Witzbold. Bernd ist beschäftigt und Söhne hier mal bereit. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich bräuchte einen Handwerker. Ja, ne? Wenn Sie einen Bäcker bräuchten, hätten Sie aber nicht hier angerufen, ne? Ja, nee, das stimmt, ja. Ja, was ist der Phase bei Ihnen? Ja, mein Abfluss hier, der müsste mal gereinigt werden, ne? Ja, sowas kriegen wir ja, hin, wann ne? würden Sie denn diese Woche hier mal vorbeikommen können? Ja, wie sieht's denn aus mit Freitag? Ja, das passt. In 5 Monaten denn. Freitag 23. Schreiben wir mir dann 5 Monaten? Ich dachte, diese Woche. Ja, und ich dachte, das wäre ein Witz. Sie meinen das ja ernst, oder? Natürlich ist das mein Ernst. Meine ganze Bude stinkt wie Sau. Ja, dann gewöhnen Sie sich schon mal an, in den nächsten 5 Monaten nur durch den Mund zu haben. Ja, wieso dauert das denn so lange? Ja, die Bücher sind voll. Gibt kaum Leute, viel Arbeit und reich bin ich trotzdem noch nicht. Ich bin eigentlich derjenige, der sich hier beschweren kann. Ja, und das geht nicht ein bisschen früher, oder ja, was? Wie soll ich das denn machen? Nein, ich bin euch Captain Superman. Aber ich meine, das ist doch nur der Abfluss. Das ist doch schnell gemacht. Ja, wenn das scheinbar so schnell geht, wieso muss ich das denn machen? Ja. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Ja, sehen Sie, das ist aber doch nicht so schnell gemacht. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, viele Optionen haben Sie ja nicht, ne? Na, sitzt du und durch für die nächsten 5 Monate, würde ich sagen. Wäre mein Vorschlag. Ja, und mein Vorschlag wäre, dass Sie eventuell keine Termine erst in 5 Monaten vergeben. Ja, dann haben wir beide ziemlich gute Vorschläge. Ja, und wie verbleiben wir jetzt? Danke, wünsche ich Ihnen auch. Was war das denn? Was ist denn los? Ja, der hat einfach aufgelegt. Ja, aber er hat ja auch ein paar Mal gesagt, dass er keine Zeit hat. Was diskutierst du denn da rum mit ihm dann? Ich kann doch wohl mal nachfragen. Eventuell haben die ja doch Zeit. Ja, gib doch nicht nur den Einhandwerker hier. Ja, du hast recht. Ich rufe einfach einen anderen an. Zwei linke Hände GmbH, Kessel, mein Name. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich brauche den Handwerker, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Ja, hätte ich einen Bäcker gebraucht, dann hätte ich den angerufen, ne? Versteh ich nicht. Oh Gott, ist das peinlich. Da hat er den wirklich gebracht. Ja, wie gesagt, ich hatte schon eine andere Firma angerufen, aber die hatte erst in 5 Monaten Zeit. Deswegen, in 5 Monaten? Das habe ich auch gedacht. Keine Ahnung, wieso das so lange dauert. Aber so lange? Bis in 5 Monaten habe ich nicht mal die erste Seite aus dem Auftragsbuch fertig abgearbeitet. Wieso? Wie lange dauert das Warten denn bei Ihnen? Ja, also so 1,5 Jahre, dann müssten Sie schon einplanen. Aber ne? Abfluss reinigen dauert doch eigentlich nicht so lange. Ja, wenn das so schnell gemacht wird, dann machen Sie das dasselbe. Aber ich kann das doch nicht. Das habe ich mir gedacht. Schöne Woche noch. Na, hat er wieder aufgelegt? Nee, ich habe aufgelegt. Der war mir zu unfreundlich. Ist klar, was ist denn dein Plan jetzt? Und seit wann machen Sie das schon? Oh, ich mache das schon ein paar Jährchen jetzt mittlerweile. Ja, das ist doch wirklich meine Rettung. Also keiner hatte Zeit. Ja, ne? Das glaube ich. Also Handwerker finden heutzutage, das ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, das stimmt wohl. Aber müsste soweit wieder alles passen jetzt hier? Ja, wirklich? Doch, doch, das müsste passen jetzt soweit. Ich muss jetzt aber auch wieder los. Zeit ist knapp. Sonst verbrennen mir die Brötchen im Ofen. Aber ihr kommt ja soweit zurecht jetzt hier, ne? Ja, dann gewöhnen Sie sich schon mal an, in den nächsten 5 Monaten nur durch den Mund zu atmen, ne?